Herzlich willkommen bei Krach und Eingeweide. Heute mit einer Review zu meinem am meisten erwarteten Album des Jahres, Echoes from the Gutter von Venator. Venator ist eine Oldschool-Heavy-Metal-Band aus Österreich, die vor 2 Jahren ihre erste EP Paradiser rausgebracht hat, die einfach nur gottgleich geil ist und zum Besten gehört, was es in den letzten Jahren an klassischem Heavy-Metal gegeben hat. Eingefangen von einer Produktion, die so klingt, als käme das Ding direkt aus dem Jahr 1984. Das setzt sich jetzt auch auf ihrem ersten Album fort. Die Produktion von Stallion-Gitarrist Alex Stöcker ist der Wahnsinn und bringt diesen hallgetränkten, fetten 80er-Jahre Judas Priest-Sound perfekt in die Neuzeit. Aber auch rein musikalisch bleibt die Entwicklungen, die Metal in den letzten 30 Jahren gemacht hat, komplett unbeachtet. Das Album setzt da an, wo Judas Priest mit Defenders of the Faith, Heavy Load mit Stronger Than Evil oder Jack Panzer mit Ample Destruction aufgehört haben. Für wen echter Metal aus tiefgestimmten Gitarren, Blastbeats und Screaming besteht, gibt's hier nicht viel zu hören. Das hier ist Musik für die Oldschool-Fraktion. Davon gibt es sehr, sehr viele sehr gute Bands, allerdings haben nur die wenigsten so ein gutes Händchen für Songwriting wie Venator. Mit ihrer Paradiser EP haben sie die Messlatte für große, packende und wahnsinnig catchy Metal-Hymnen bereits sehr weit oben angesetzt. Aber direkt der erste Song auf dem Album, Howl at the Rain, macht klar, dass das keine einmalige Sache war und dass die Vorfreude aufs Album wahrscheinlich gerechtfertigt war. Der zweite Song, das epische des Seventh Seal, setzt da noch ein paar Schippen drauf und ist einfach nur großartig. Große Riffs, großer Chorus, toller ruhiger Mittelteil und spätestens wenn danach das schnelle Solo einsetzt, denke ich mir einfach nur, fuck yeah, ist das gut. Und das Schöne ist, es geht so weiter. Die erste Hälfte des Albums ist absolut perfekt und ein Hit folgt dem nächsten. Knight Rider ist mindestens genauso genial wie das Seventh Seal und fährt in Sachen Epik und Dynamik gleich große Geschütze auf. Und gleich danach bietet sich direkt Manic Man als nächster Kandidat für den besten Song des Albums an. Und spätestens hier darf man Sänger Johannes nicht unerwähnt lassen. Nicht nur, dass er am laufenden Band mit so großartigen Vocal Lines und Hooks um die Ecke kommt, seine Stimme und wie er sie einsetzt, ist zum Niederknien. Für mich persönlich der perfekte Heavy Metal Gesang. Wenn wir dann zur zweiten Hälfte des Albums kommen, hauen mich Made of Light und The Rising vergleichsweise nicht ganz so vom Hocker. Was nur zeigt, auf was für einem gigantisch hohem Niveau das Album sich bis dahin befand. Denn beide Songs sind sehr weit davon entfernt, schlecht oder gar okay zu sein. Beide Songs sind derbe geil, fahren aber vergleichsweise nicht die ganz großen Hooks auf und bleiben für mich nicht ganz so sehr im Kopf wie der Rest des Albums. Aber beide haben ihre ganz großen Qualitäten und auch hier spielt die Band ihre Stärken voll aus. Vor allem der Solo-Part in The Rising ist große Klasse. Der vorletzte Song The Hex zieht die Energie wieder deutlich an und ist einer der flottesten Songs auf dem Album und sticht vor allem durch seine endgeile Leadgitarre raus. Das abschließende Streets of Gold hat noch mehr als jeder andere Song auf dem Album totalen Arena-Rock-Charakter, geht aber mit seinem großen Ohrwurm-Chorus sehr sparsam um. Die Nummer ist ein toller Abschluss für ein fantastisches Album. Echoes from the Gutter hat alle meine Erwartungen erfüllt und ist für mich jetzt schon das Album des Jahres. Die Produktion ist der Hammer, das Songwriting ist so wahnsinnig gut, jeder Song ist genau so lang, wie er sein muss, die Vocals sind absolut perfekt, ich kann mir das Album immer und immer wieder anhören. Wer Heavy Metal liebt, sollte Echoes from the Gutter unbedingt gehört haben. Ich gebe eine 10 von 10. Das war's mit dieser Review, vielen Dank fürs Anschauen, das war tatsächlich meine erste Höchstwertung jemals in einer Review. War das gerechtfertigt? Schreib's gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao.